Auto oder? Ja. Hallihallo, ihr Lieben. Ich befinde mich gerade mitten in Saigon und der Verkehr hinter mir ist unter aller Sau, wie hier überall. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber an dieser gesamten Kreuzung gibt es weder Verkehrszeichen noch irgendwelche Ampeln. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie man hier in Saigon über die Straße laufen muss. How to cross the street. Und zwar müssen wir nicht nur darüber, sondern nach da hinten. Also wir müssen zweimal über die Straße. Einmal darüber und einmal darüber. Und das Wichtigste hier ist, einfach nicht stehen bleiben. Immer weitergehen, dann funktioniert das schon. So. Das war der erste Part, der zweite wird gleich ein bisschen komplizierter, da kommen nämlich mehr Autos her. Und jetzt kommt der zweite Part. Hier wird es schwieriger, weil hier mehr Autos herkommen. Bei den Motorcycles ist das ja nicht so das Problem, wie wir gesehen haben. Crossing the Street Part 2. So. Da kommt noch einer. Vorsicht. So, hier, jetzt aber rüber. Ich will auf die Seite lassen. So, und einfach immer weitergehen, dann kann einem fast nichts passieren. Alles klar? So überquert man in Vietnam Straßen. Ich geh mal kurz nach vorne. Moment. Kann mir jetzt mal einer erklären, wozu wir Deppen in Deutschland so viele Ampeln aufstellen? Es funktioniert doch! Wunderbar! Ohne!